The Tanvi Oratoa. It's not really a book. It's been passed down over the years in the form of a chant. I actually found it a little strange at first, seeing it set down in stone. It's not quite the same as a song of worship, though we have paeans to the gods as well. More a kind of moral guide. It gives us something to aspire to. The, model of a virtuous citizen of Rauatai. Hätte es nicht schon längst zerbröselt sein sollen? Weil das Volk ist schon sehr, sehr, sehr alt. Much of Ingwith's writing is lost to us, but an engraving would survive. I found several tablets at the site in Exometal. The scholar Gabranos, in particular, seems to have been fond of writing on the walls. I may have to ask you to help me carry it, if it's a large stone. Du denkst, dass die wahren Autoren die Ingwitaner waren und nicht sein eigenes Volk? I don't know that the distinction is necessarily important. Rauatai has a long history, and our people have come from many different places. It matters less who wrote it than that I have found pieces of the verses all around the world. Wherever it came from, it will be Rauatai that decides what becomes of it. All the races and peoples of our kingdom coming together to create a great empire. Das klingt ein wenig zu patriotisch für meinen Geschmack. You see then that I am loyal in my way. Klingt langweilig. Nein, okay. Ja, das wollte er wohl nur von sich geben. Ja, okay. Also, wir waren in der Bärenhöhle. Wir haben das mit dem Ehebrechern gemacht. Wir haben mit den Leuten geredet. Wir haben gerastet. Wir wollten jetzt noch in den Tempel. Genau das da. Okay. Gut, raus, raus, raus. So. Wobei. Ich will noch mal ganz kurz hierher gucken, wer hier gewohnt hat. Ob das andere Pärchen hier war oder ob das noch woanders war. Wüsste allerdings nicht wo. Nee. Eine Dürwaldfrau steht vor ihrem Herd und summt leise eine Melodie vor sich hin. Oder vielleicht auch ihrem ungeborenen Kind. Denn sie ist ganz eindeutig schwanger. Als du eintrittst, dreht sie dir leicht den Kopf zu. Hail and well met. Oh, Entschuldigung, aber ich habe jemand anderen erwartet. Wenn du jetzt Nonton sagst, dann drehe ich durch. Kann ich dir helfen? Ich bin gerade in Goldhall eingetroffen und wollte mich mal den Einheimischen vorstellen. Warst du mit einer Karawane unterwegs? Sie sieht dich hoffnungsvoll an. Vielleicht zufällig mit der von Meister Odema? Warum fragst du? Meine Schwester Kaliska ist mit einer der Karawanen unterwegs. Vor ihrer Ankunft schickt sie mir einen Brief. Sie sagte, sie würde ihre Reise als Wächterin für den Karawanenmeister finanzieren. Kaliska war schon immer ziemlich zäh. Du hast sie nicht zufällig unterwegs getroffen? Oder vielleicht die Karawane? Kaliska hat nicht überlebt. Aufra legt sich mit erschrocken, aufgerissenen Augen eine Hand vor den Mund. Einige Augenblicke lang bringt sie nichts mehr zustande als ein erstickendes, wortloses Luftschnappen, während Tränen in ihre Augen schimmern. Ich wusste es. Ich hatte ihr gesagt, dass es gefährlich sei, diesen Weg einzuschlagen. Kaliska war sich immer so sicher, dass sie es mit jeder Gefahr aufnehmen könnte. Ja, so ein Seelenentzug ist aber nicht für jeden Mann oder Frau gut zu überstehen. Das sind nur wir eine Ausnahme. Oh, meine arme Schwester. Es tut mir leid, Fremder, aber ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr lebt. Wenn ich sie nur nicht hierher gerufen hätte, wenn ich ihr nicht geschrieben hätte, dann wäre sie vielleicht noch irgendwo am Leben.
Warum hast du nach Kaliska gerufen? Ich machte mir Sorgen um das Baby, wegen des Vermächtnisses. Ich erzählte Kaliska so viel ich konnte, aber ich weiß nur, dass in Goldtal schon seit langer Zeit nur seelenlose Kinder geboren wurden. Leer. Es ist so vielen Müttern widerfahren und Fürst Rhetorik, der das ein Zeichen der Ungunst der Götter nennt, hat sie alle ins Exil geschickt. Da mein Headhort nun fort ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Verlöre ich auch mein Heim. Was? Ich hoffte, Kaliska könnte mir helfen. Die Leute sagen, Ranga, die alte Hebamme, würde einen Weg kennen, um Hohlgeburten zu vermeiden. Vor zwei Jahreszeiten aber ist sie in den Süden, nach Anslogs Kompass gezogen. Die Reise dorthin ist für mich zu weit. In meinem jetzigen Zustand kann ich sie nicht auf mich nehmen. Bitte, die Nachbarn sprechen gut über dich. Sie sagen, du seist ein guter Mann. Ja, danke. Ich habe niemanden, an den ich mich sonst wenden könnte. Ja, sollte ich jemals in diese Richtung ziehen, werde ich darüber nachdenken. Aber jetzt nur deswegen da nochmal hin. Ne, also darunter. Wir haben es ja schon gesehen. Ne, so. Mehr kann ich nicht verlangen. Danke sehr. Entschuldigung, ich muss mich einen Moment lang sammeln. Auftrag, das Flehen einer Mutter. Mist. Da. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Wir gucken sie erstmal die Karte an, ob hier noch irgendwo ein Haus ist, das ich übersehen habe. Da ist keine Markierung, aber da könnte man vielleicht auch rein. Ja, wir gehen jetzt aber dahin und gehen da runter und machen die Aufgabe erstmal zu Ende. Und danach können wir uns die ganzen anderen Sachen auch noch vornehmen. Aber ich denke, es ist eine gute Idee, jetzt nach und nach diese... Warum leuchtet dein Helm so komisch? Achso, du bist ein Gottähnlicher. Okay. Es ist eine gute Idee, nach und nach diese leichteren Sachen zu machen, weil es wird immer schwerer werden. Deswegen sollten wir möglichst am Anfang die leichten Sachen machen, damit wir stark genug sind, damit die schweren Sachen nicht so schwer sind, wie sie sein könnten. Macht Sinn. Also, rein da. Genau, hier waren Will-O-Wisps. Zwei oder drei Stück. Die waren damals ganz schön garstig. Aber jetzt sollte das eigentlich ziemlich gut machbar sein. Oh, drei. Okay, du das da. Du, wenn es überhaupt geht, verwirren. Oh ja, das... Was? Nein. Nicht unsere Leute angreifen. Wenn wir übernommen werden, einfach ignorieren. Schnitzel. Irgendjemand kommt nicht ran. Warum greifst du nicht an? Oh, das Ding heilt sich. Au. Okay. Da hinten. Achso, genau. Suchen. Hallo? Mhm. Hier scheint sonst aber nichts zu sein. In diesen Zeiten der Not muss man genauso viel Glauben an uns selbst haben. Okay. Das war hier. Dann waren unten Spinnen. Aber die hatten wir, glaube ich, schon erlegt. Genau hier. Ist sogar noch Blut über. Mitnehmen. Verschüttete Tinte. Brandflecken. Und genau, hier sah die Wand verdächtig aus. Klick. Sehr gut. Aber will ich da überhaupt schon hin? Hier war nämlich auch noch was. Geh erstmal schnell dahin. Und guck dich hier im Raum nochmal um. Hier war irgendwo noch ein Zettel mit einer Glocke. Also ich habe einen Schmierzettel neben mir liegen. Da steht zuerst die zweite, dann die größte.
Aber den hatten wir mitgenommen, denke ich, den Zettel. Da war also nix. Da war das. Was ist hier oben rum? Wahrscheinlich der lange Weg dahin, wo die Abkürzung da eben hinführt. Aber wir wollen keine Abkürzung. Okay. Es werden immer mehr. Okay, du mach den hier. Du machst den da. Du versuchst sie einzuschüchtern. Du heilst alle. Du verwirrst. Ich hab benommen. Heilt was. Wobei es hier gibt. Komm. Würde ungern irgendwelche Zauber einsetzen, die wir nicht immer wiederholen können. Crunch, crunch, crunch. Crunch, crunch. Schub sie um. Okay. Ich steh auf, man kann deine Unterhose sehen. Schleichen. Das hier sieht wichtig aus und die Wand da verdächtig. Ne, okay. Hätte ja sein können. Also da war erstmal was. Und die Kristalle um dich herum erleuchten den gesprungenen Mosaikboden in verschiedenen Orangetönen. Und aus bestimmten Blickwinkeln glänzt das metallische Symbol unter deinen Füßen golden. Während du hinschaust, flimmert die Luft wie bei Sommerhitze. Der Staub und die Luft scheinen sich zusammenzuziehen, bis vor dir ein dünner, leuchtender Nebel erscheint. In seinem sich kräuselnden Glanz glaubst du, die Gestalt eines Mannes zu erkennen, deren Grundzüge aus Luft und Rauch zu bestehen scheinen. Sieht das noch jemand? Nein, das sehen die anderen nicht. Du stehst gerade mit offenem Mund da und starrst vor dich hin. Für die anderen. Wer bist du? Deine Stimme löst Bewegung aus. Begleitet von plötzlichem, aufbrausendem Licht schießt der Geist empor und im nächsten Augenblick befindest du dich an einem anderen Ort, wo dein Verstand von einer unmittelbaren Welle aus Angst und Lärm attackiert wird. Also wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo er gestorben ist, als der Tempel hier gestürmt wurde. Oder verschlossen wurde oder was auch immer genau passiert ist. Auf jeden Fall sind sie alle gestorben. Du befindest dich im Kapitelsaal. Priester und Gläubige haben sich in einer großen Menge versammelt und strömen in den Saal hinein. Andere drücken gegen dich, als sie zum Zuhören nach vorne drängen. Deine eigene Trauer spiegelt sich auf den Gesichtern um dich herum. Einige der Initiierten weinen. Da jemand die Kerzen gelöscht hat, ist der Raum bis auf das Podium, das von hinten beleuchtet wird, dunkel. Zwei Gestalten, deren Silhouetten du im Licht sehen kannst, stehen davor. Ein Mann schreit, aber seine Stimme ist so angstverzerrt, dass du seine Worte nicht verstehen kannst. Die Rektrix aber steht ruhig und unbewegt da. Ihre Stärke wird euch alle durch diese dunklen Zeiten leiten. Diese Hoffnung spürst du wie einen Funken hinter deinen Rippen. Hinter dir beginnt jemand zu singen. Der Geist reißt sich mit einem abrupten, schwindelerregender Kraft von dir los und du findest dich taumelnd vor dem zerstörten Altar wieder. Der Geist verschwindet so plötzlich, wie er erschienen ist. Die Rektrix. Und das hört sich wirklich hoffnungsvoll an. Also vielleicht wurden sie ja... Also das hier wird Blut sein. Vielleicht wurden sie wirklich angegriffen und später zugeschüttet. Aber wer weiß, wie tief die Tempel hier runtergehen. Vielleicht hat die Rektrix sich ja mit irgendwelchen getreuen Anhängern hier unten verschanzt. Und die ganze Zeit überlebt. Unwahrscheinlich, außer hier ist irgendwo eine Wasserquelle. Und essen? Na gut, gucken wir mal, was da ist. Trank, Blutstein, Kupferstücke. Kommt alles mit. So, was haben wir hier? Eine Bücherei. Und Skuldur. Aber die sind ja echt kein Problem mehr, ne? Ne. Soweit scheint es eine wirklich gute Idee gewesen zu sein, hier erstmal aufzuräumen, bevor wir irgendwo weiter hingehen. Ist alles machbar, wir kriegen Beute, wir kriegen Erfahrungen. Alles gut.